Hey meine Lieben, meine Leute, willkommen zu einer neuen Krankenkassenausgabe von Germany zeigt sein Zeugnis. Heute gibt es mein vollstes richtiges Zeugnis, beziehungsweise eine Laufbahnbeschreibung. Manche nennen das ja auch so. Ist das nicht spannend? Ich weiß es nicht. Aber natürlich auch sorry, dass in den letzten paar Wochen keine wirklichen Videos kamen, außer das eine Battlefield-Video, was ein bisschen scheiße war. Ich war halt auf Studienfahrt, darauf werde ich natürlich noch ein bisschen berichten. Ein paar Videos, ihr wisst Bescheid. Egal, lasst uns einfach mal anfangen mit dem ersten Aufgabenfeld, ne? Ach ja, und was mich natürlich auch interessieren würde, ist, wie sehen eure Zeugnisse aus? Könnt ihr daraus gerne ein Video machen, wenn ihr Lust habt? Also gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich lese mir die durch, denk mal, vielleicht 3-4 Leute melden sich, dann könnte ich daraus vielleicht ein Video machen. Kleines, aber feines. Mal gucken, ne? Weiter geht's mit dem ersten Aufgabenfeld. Ja, und da haben wir zuallererst Musik, bei dem ich mich nicht verschlechtert und auch nicht verbessert habe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ein paar Punkte mehr bekommen würde, weil ich halt ein bisschen öfter mich gemeldet habe. Aber egal, ich bin halt bei den 9 Punkten geblieben. Hoffentlich im nächsten Halbjahr, Schuljahr ein bisschen besser. Ich weiß ja nicht, mal gucken. Weiter geht's mit Italienisch, bei dem ich mich sogar mal verbessert habe, und zwar um einen Punkt, was ich echt nicht gedacht habe, weil die letzte Klausur war, wenn ich mich richtig erinnere, eine 5+. Aber egal, da habe ich halt jetzt 8 Punkte anstatt 7, aka eine 3, was echt super ist, dafür, dass ich so gut wie kein Italienisch kann. Die italienische Lehrerin ist aber auch wirklich einfach sympathisch und so, also einfach nett. Und im Fach Englisch bin ich auch gleich geblieben, weiterhin 10 Punkte, ist okay, viel kann man darüber wirklich nicht sagen, ist halt nicht außergewöhnlich schlecht oder gut. Aber in Deutsch habe ich mich um einen Punkt verbessert und habe damit jetzt 13 Punkte, das ist sozusagen halt eine 1. Das finde ich wirklich relativ nice. Das weitere Aufgabenfeld sieht wie letztes Mal nicht wirklich erfreulich aus. Zu Anfang halt Philosophie habe ich halt noch gut abgeschnitten mit 12 Punkten. Okay, gut plus, wenn man das so sagen darf. Erziehungswissenschaften dann habe ich halt wieder komplett reingeschissen, habe ich immer noch nur 6 Punkte. Wenn es dabei bleibt, ist alles paletti, wenn man so sagt, ne? Aber ja, manchmal muss man da halt noch ein bisschen reinhasteln. Vielleicht kriege ich dann noch die 7 Punkte. Und wenn halt nicht, dann wird sich das eher nicht auf meinem NC auswirken, weil ich habe halt Geschichte als Gesellschaftswissenschaft, die ich dann mit in meinen Abi-Durchschnitt nehmen kann, genau. Das sehen wir beim nächsten Jahr, würde ich mal sagen. Ja, dann halt noch Geschichte bilingual, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Da bin ich gleich geblieben, was ich halt ehrlich nicht erwartet habe, weil ich halt beide Klausuren einfach 5 Punkte ergattert konnte, also eine 4. 8 Punkte sind zwar angenehm, aber da versuche ich auch mal ein bisschen mal auf die 9 Punkte zu kommen, vielleicht sogar mal 10, ich weiß noch nicht, vielleicht ein bisschen anstrengend, muss ja eh jetzt viel lernen für, also nicht jetzt, aber später mal ein bisschen viel lernen dann fürs Abi, weil das ist auch mein 4. Abiturfach, weil ich es ja noch nie gesagt habe. Egal, kommen wir einfach mal zum 3. Abiturfeld. Zuallererst haben wir hier Mathe, dort habe ich mich um einen Punkt verschlechtert, was wirklich nicht schlimm ist, aber irgendwie fand ich die 14 Punkte schon schön, weil das ist halt eine gerade Zahl und irgendwie die 13 ist halt auch schon irgendwie eine Unglückszahl. Ja, was auch eine schockierende Nachricht ist, die ich gestern mitbekommen habe, ist, dass mein Mathelehrer den Kurs nächstes Jahr nicht mehr unterrichtet. Das bedauere ich natürlich sehr, weil er war einfach der beste Mathelehrer, den man sich eigentlich ausdenken könnte. Ich hoffe mal, dass die nächste Lehrkraft nahezu so gut ist wie er und hoffentlich dann auch mir dann die 13 Punkte gibt. Bitte, danke. Ich werde ihn aber nie vergessen und wenn sie das hier sehen, ich werde sie nie vergessen. Okay, das wird ein bisschen zu sentimental. Machen wir das dann ein bisschen weiter mit den nächsten Fächern, und zwar Bio. Dort habe ich meine Note gehalten, weiterhin 9 Punkte, was auch irgendwie komisch ist, weil da habe ich auch eine Klausur halt verschissen. Da hatte ich halt einen Blackout gehabt und nur eine 5+ geschrieben. Aber ich denke mal, der denkt, das war, wie man schön auf Deutsch sagt, Ausrutscher. Und dann hat er gesagt, ja okay, ja, 5+, die andere war eine 2, mündlich ist er sowieso, ja, dann gebe ich ihm mal wieder die 3+, ne, also die 9 Punkte. Bei Sport habe ich mich auch um einen Punkt verbessert und das auch nur, weil unser Lehrer eine pädagogische Maßnahme vollzogen hat, und zwar jeder, der in einer bestimmten Stunde da war, das war glaube ich auch die vorletzte Stunde oder die letzte Stunde, ich weiß gar nicht, hat einfach einen Punkt mehr bekommen. Und dann die Leute, die halt schwänzen oder die einfach krank waren, die haben halt Pech gehabt. Das ist halt ein bisschen frech, aber ja. Was auch wieder traurig ist, aber nicht so tragisch wie in Mathe, dass ich da den Lehrer auch nicht mehr habe, sondern dann einen neuen bekomme. Den kenne ich aber zum Glück nicht so wie der nächste Mathelehrer oder die Mathelehrkraft, so wie man das sagt, damit ich auch hier relativ gegendert bleibe, was man heutzutage halt machen sollte, besser. Ja, da gucke ich mal, ob ich da ein bisschen so reinlösen kann. Ich kenne den halt schon, hatte ich früher in Französisch eigentlich, ja, okayes Verhältnis gehabt. Ja. Ist halt einfach scheiß Lehrermangel, und wenn ihr den Lehrermangel aufhalten solltest und genau du, ja genau du, der gerade das Video schaut, dann solltest du Lehrer werden, so wie ich. Ja, okay, das ist auch wieder eine ganz komische Art hier gerade abgelüftetes Video. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, ich glaube, wir machen mal mit dem Fazit weiter, ne?
So, das war mein Zeugnis. Insgesamt habe ich mich um ganze 3 Notenpunkte verbessert. Wirklich nicht viel, aber besser als gar nichts. Somit habe ich jetzt einen ganzen Schnitt von 10,25 Punkten oder auch 2,25 in ganzen Noten. Womit ich echt zufrieden bin. Unentschuldige Fehlstunden habe ich zum Glück erstmal nicht, weil ich mal kein Corona hatte und die Lehrer mal richtig abgehakt haben. Danke dafür. Grüße gehen raus. Und ja, was soll ich sagen? Andere hat es bestimmt schlimmer getroffen als mich und ich kann mit dem derzeitigen Schnitt auf jeden Fall das machen, was ich gerne machen will im Leben. Deswegen beschwere ich mich auch überhaupt nicht. Ich hoffe mal, ihr hattet ein gutes Zeugnis. Wenn ja, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr auch ein schlechtes Zeugnis habt, könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben. Ich lese mir alles gerne durch. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Leute.